Die Annapurna, die gigantische Göttin, die mit einer einzigartigen Form unscheinbar ist und trotzdem zu den höchsten Bergen der Welt zählt. Heute in Berge im Porträt, was die Form der Annapurna so besonders macht und was die Südflanke so tödlich macht. Willkommen bei Berge im Porträt. Letzte Woche bei Teil 1, dieses Video findet ihr übrigens hier oben rechts, haben wir uns mit den Hard Facts beschäftigt. Wieso Annapurna eigentlich Annapurna heißt und wieso die Franzosen die ersten Menschen jemals auf der Annapurna waren. Trotzdem kann man dieses Video hier als eigenständiges Video schauen. Die Annapurna war erst bestiegen und Routen auf selbige waren erstmal auf die Zahl 1 limitiert. Andere Anstiege schienen über die nächsten Jahre quasi unmöglich und utopisch. Wenn wir uns nochmal die Form anschauen, dann würde man meinen, dass es zwei ideale Anstiege gibt. Den nordseitigen Anstieg über die Route der Erstbesteiger und dann noch die Südwand. Denn auch die schien vor allem sehr gleichmäßig steil zu sein, zumindest im oberen Bereich, und einen guten Überblick über die weiteren Wege zu bieten. Jedoch scheiterten die Expeditionen meist schon in der Planung. Denn die Annapurna Südwand sieht auf dem Papier aus wie eine äußerst logische Variante. Doch dann schaut man sich die Gegebenheiten vor Ort an und erkennt, was man da eigentlich wirklich vor sich hat. Erst 20 Jahre nach der Erstbesteigung 1970 erreichten Don Williams und Douglas Haston den Gipfel über die Südwand. Und das war eine alpinistische Meisterleistung, denn die Annapurna Südwand ist berühmt und vor allem berüchtigt. Extreme Steinschlaggefahr, extreme Lawinengefahr, extreme Exposition und das alles über Tage. Die Annapurna Südwand bleibt bis heute eines der gefährlichsten Alpinprojekte der Welt. Erklären kann man sich das relativ einfach. Die Südwand bekommt im Winter und auch im Monsun relativ viel Schnee ab, der sich aber extrem schwer tut, vernünftig an die Felsstrukturen zu binden. Südwand typisch, könnte man sagen. Aber dazu kommt nochmal das schwierige Gelände. Denn der Fels unter den Schneemassen ist teilweise eisgebunden. Teilweise sind Felssäulen völlig freistehend oder hängend und teilweise über Permafrost zusammengehalten. Und das alles bei einer durchschnittlichen Neigung im oberen Teil von 70 Grad. Also verdammt steil. Und die Tatsache, dass die Massen von Eis und Fels nicht kontinuierlich gleich zusammengehalten werden, teilweise gar nicht zusammengehalten werden, kommt es zu sehr viel Bewegung in der Südwand. Denn Steine schmelzen nicht, Eis schon, aber auch nicht immer. Und so kann man sich den exorbitanten Steinschlag in der Südwand auch ganz gut erklären. 1970 gab es für die beiden Bergsteiger, die Südwand durchstiegen, auch schon diese Probleme. In 8000 Metern Höhe sind in diesen 50 Jahren durch den Klimawandel noch nicht so viele Änderungen passiert. Und das heißt wiederum, dass die Durchsteigung der Südwand damals wie heute nicht nur eine alpinistische Leistung, sondern auch eine völlig verrückte Leistung war. Im Minutentakt fliegen Steine in Größen von Faustgroß bis Einfamilienhausgroß den Berg hinunter, auch in den guten Zeiten. Die Annapurna ist jedoch auch über den Normalweg überaus spannend und anspruchsvoll, aber vor allem ist sie eben auch gefährlich. Denn wie man sich denken kann, hat sich am Steinschlag und den Lawinen in den letzten 70 Jahren auch im Norden nichts zum Positiven verändert. Und dieser Ruf, der ihr damit vorauseilt, sorgt jedes Jahr dafür, dass es sich viele Alpinisten und Profibergsteiger lieber zweimal überlegen, bevor sie tatsächlich eine Expedition auf die Annapurna planen. Die extrem lange Exposition gegenüber enormen Gefahren ist ein großer, großer Schritt. Und wer diesen Schritt gehen will, der muss auch bereit sein, höchstes Risiko einzugehen. Höchstes Risiko, wie es auch schon mal Uli Steck eingegangen ist. Sein Projekt war es vor einigen Jahren, die Annapurna Südwand free solo zu durchsteigen, als erster Mensch aller Zeiten. Ein Projekt, welches von jedem Experten als zu schwierig, zu gefährlich und zu riskant beurteilt wurde. Und somit Uli Steck auch im Vorhinein schon der mögliche Erfolg abgesprochen wurde. Und tatsächlich scheiterte er bei seinem ersten Versuch bereits wenige hundert Meter in der Wand. Ein faustgroßer Stein traf ihn am Kopf, zerstörte seinen Helm und Uli Steck wurde bewusstlos. Daraufhin stürzte er bis zum Wandfuß wieder ab und überlebte tatsächlich wie durch ein Wunder mit einer starken Gehirnerschütterung. Sein Ehrgeiz konnte aber nicht gestoppt werden. Wenige Jahre später, 2013, versuchte er es erneut. Diesmal erfolgreich, doch mit einem großen Problem. Er hatte keine Beweise für eine Leistung, die niemand glauben kann. Er hatte keine Kamera dabei und am Gipfel vergaß er seine Uhr für die GPS-Messung zu verwenden. Er machte sich am Gipfel schnellstmöglich an den Abstieg und gesehen hat ihn bei seiner Ankunft in der Dunkelheit mitten in der Nacht ebenfalls niemand.
Trotzdem erhielt er für seine Leistung den Piolet d'Or und bis heute gibt es nur wenige Spitzenalpinisten, die seine Aussagen nicht glauben. Das Problem, das Uli Steck also hatte, er hat das geschafft, wovon sich die gesamte Menschheit sicher war, dass es absolut unmöglich ist. Er ist in 17 Stunden über eine völlig neue und unbekannte Variante der Südwandroute auf den Gipfel gekommen. Komplett allein. Und auch wieder runter. Und wenn man etwas schafft, was niemand für ernsthaft möglich hält, dann sollte man besser Beweise mitbringen, dass es doch möglich war. Wenn ihr über Uli Steck mehr wissen wollt, schaut doch gern in dieses schon ältere Video da oben. Da erfahrt ihr einiges über die Swiss Machine. Die Annapurna ist letztlich eine der am seltensten bestiegenen 8000er der Welt. Die Gründe dafür liegen in einer ganz logischen Annahme. Wieso sollte man sein Leben fahrlässig riskieren, wenn wenige Kilometer weiter auch unproblematischere und bekanntere 8000er stehen? Eine Frage, die schlichtweg nicht mit Argumenten oder Logik beantwortet werden kann. Und deshalb gibt es auch nur wenige Beweggründe für einen Versuch an einem der gefährlichsten Orte der Welt. Doch Ausreißer gibt es immer wieder, die sich der Herausforderung letztlich auch stellen wollen. Doch Fakt ist auch, viele erfolgreiche Expeditionen gibt es ehrlicherweise nicht. Kaum Bergsteiger schaffen es, nur weil sie es zum Berg geschafft haben, auch wirklich auf den Gipfel. Und die Statistik spricht hier für sich. Weniger als 3 Personen schaffen es auf den Gipfel, aber eine Person stirbt. Die Annapurna ist nicht der gefährlichste Berg der Welt. Und der Grund? Die Hemmschwelle durch die bekannten Informationen und die schwere Zugänglichkeit sorgen dafür, dass es kaum Besucher am Berg selber gibt. Demgegenüber steht jedoch der Tourismus, welcher in den Jahren vor der Pandemie boomte. Denn eine ganz beliebte Reise bei Trekkern ist das Trekking zum ABC, dem Annapurna Base Camp, welches ironischerweise nicht im Norden bei der einfacheren Route liegt, sondern am Fuß der Südwand. Das ABC ist über ein paar Tage verteilt entlang des Annapurna Circuits relativ einfach zu erreichen. Heute gibt es bereits viele Lodges und Teahouses, die einen grundlegend versorgen und eine Unterkunft bieten. Und vom vermeintlichen Dschungel bis eiskalter Einöde ist alles dabei. Der ABC-Track ist überlaufen, aber tatsächlich nicht ansatzweise so überlaufen wie der EBC, der Everest Base Camp Track. Deshalb wird dieser Weg oftmals als vermeintliche Ausweichroute für Einsamkeitsliebhaber gewählt. Das ist aber eine vollkommene Fehlannahme. Und dann gibt es dann natürlich noch die anderen Gipfel. Der Kamm der Annapurna bietet ja viele Nebengipfel an und diese wurden teilweise auch noch nie bestiegen. Beispielsweise die Annapurna 1 mit 7140 Metern Höhe, aber auch unglaublich selten oder erst einmal bestiegene Gipfel gibt es. Die nicht viel niedrigere Annapurna Fang mit 7647 Metern Höhe. Spannende Berge, auch weil man in diesen Bergen die Expedition von 1950 quasi nachspielen kann. Es gibt keine dokumentierten Wege, keine Topos, Zeichnungen oder sonstiges. Es gibt nur das Wissen, dass es möglich sein müsste. Die echten Abenteurer der heutigen Zeit hätten also an der Annapurna allein schon mehr als genug zu tun. Doch Fakt ist leider auch, die Annapurna bietet mit ihrem Hauptgipfel das deutlich medienwirksamere Ziel, womit die Nachbarn unbesucht und einsam bleiben. Man kann jetzt sagen, was ist denn eigentlich mit den Überschreitungen? Wenn es doch so ein Kamm ist, wieso geht man dann nicht von Ost nach West oder West nach Ost hoch? Tatsächlich ist das nämlich wirklich noch offen. Man hat sich mit den Möglichkeiten, die man gefunden hat, einfach abgefunden und war zufrieden. Die Überschreitung Ost-West zählt bis heute als völlig undenkbar. Die Distanz in einer Höhe über 7500 Metern wäre so lang, dass mehrere Camps auf dieser Höhe zwischen den einzelnen Gipfeln errichtet werden müssten. Und ist man einfach auf diesem Kamm angekommen, weiß eigentlich keiner, ob man je wieder zurückkommen wird. Ob es irgendwo einen Abstiegsweg geht, und wie es weitergeht. Und es könnte im schlimmsten Fall sein, dass man auf der Annapurna Himal, also dem ganzen Massiv, gefangen ist. Ein Risiko, das allein, wenn man darüber nachdenkt, an der Psyche nagt. Die Annapurna ist und bleibt der Wolf im Schafspelz. So richtig kennt sie niemand. In der Öffentlichkeit ist die Annapurna ein Berg von vielen. Nur wer sie wirklich kennt oder schon mal gesehen hat, der weiß, die Annapurna ist ein Wolf. Ganz ohne Schafspelz. Ihr kennt das ja mittlerweile. Wenn euch die Serie gut gefällt, freut es mich natürlich, wenn ihr mich mit Abo, Daumen hoch und einem kleinen Kaffee ab und an unterstützen würdet. Alle Infos dazu findet ihr hier eingeblendet. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!